So Leute, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zu Dragon Ball Xenoverse 2. Heute stelle ich euch wieder ein paar Charaktere vor. Und zwar, heute sind wir dran mit dem Vegeta Pack. Wir hatten letztes Mal das mit Sengoku. Wie gesagt, wir haben hier Vegeta. Wir haben hier dann, wie gesagt, der ist eigentlich so gut wie fast gleich, kann man sagen. Die haben jetzt wirklich viele Unterschiede. Ich werde mich für diesen Vegeta entscheiden. Der, wie gesagt, eigentlich haben die ja fast das gleiche. Danach machen wir noch den nächsten Vegeta. Danach, also wir haben dann noch. Also in diesem Video haben wir 6 Charaktere. Ne, 5. 5, 5, Entschuldigung. 5 haben wir. Und ja, so. Wir gehen mal zum ersten Vegeta. Kämpfen gegen Son Goku. Wir gehen ja mal natürlich Weltraum. Gucke mal, was der Vegeta so Schönes kann. Das Son Goku, den ich im vorigen Part getestet habe, der hat mir sehr gefallen, auf jeden Fall. Ja, jetzt gucken wir mal, was der Vegeta drauf hat. Jo, wir können uns natürlich auch verwandeln. Die Attacke finde ich echt verdammt cool. Ich finde, die sieht echt verdammt cool aus. Wir machen ein. Wie gesagt, ich mache manchmal auch kleine Screenshots. Bitte wundern, wenn ich das manchmal so mache. Super geile Strahl. Ups. Das war wohl. Geht mal so ein bisschen nach oben. Das sieht echt gut aus mit dieser Kette und sowas. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, das war schon der erste Vegeta. Gehen wir mal eine Stufe weiter. Und zwar haben wir noch den Vegeta Blue Evolution. Und gucken mal, was der so Schönes drauf hat. Also wie gesagt, der Son Goku, den ich jetzt als Gegner habe, der hat mir echt verdammt gut gefallen. Also auch schon von den normalen Attacken. Wenn der Vegeta ausbüßt, dann ja, das wäre cool. Ja, glaube ich, nur das Super Saiyajin 4. Aber sieht auch echt gut aus. So. Ups. Oh, der finale Glanz und Böse. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Alter, zieht das viel. Autsch. Der Vegeta gefällt mir allerdings auch. Das hat gut gefühlt, aber besser von den Attacken, auch wenn der Vegeta cooler aussieht auf jeden Fall. So, gehen wir zum nächsten Charakter. Und zwar unser nächster ist der King Vegeta aus GT.
Ja, guck mal, was der so schönes kann. Wir kämpfen gegen, wenn schon richtig, gegen Super Baby und wir gehen in der Tsufuru App. Da ist er. Oh, ich kann sie sogar in Super Saiyan 4 verwenden. Das ist cool. Ich fand bis jetzt Vegeta ist immer der brutalere von beiden gewesen, also von Son Goku natürlich. Aber das mag ich auch so an ihm auf jeden Fall. Ja, okay, aber. Ne, ich fand den Super Saiyan 4 finde ich cooler. So, dann haben wir natürlich noch den letzten Vegeta und zwar Vegeta, oder King Vegeta in der früheren Version. Natürlich nehmen wir dann diesen hier und kämpfen dann gegen. Dann nehmen wir einfach den hier. Und danach haben wir noch einen kleinen Fun-Charakter. Und danach ist dieses Video auch schon wieder vorbei. Leider. So, da ist er auf jeden Fall. Das sieht echt gut aus mit diesem Umhang. Kann sich verwandeln? Oh cool, er kann sich sogar verwandeln. Ich liebe das. Gibt es da schon in Budokai, wo Vegeta sich mit diesem Anzug verwandeln konnte. Das ist so cool, das sieht so geil aus. Das sieht echt verdammt cool aus. Wie gesagt, ich finde diese Form, also dieses von Vegeta, finde ich echt verdammt cool. So. Und Attack. So. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen Vegeta ihr am coolsten fandet. Natürlich haben wir jetzt noch den kleinen Fun-Charakter am Ende, deswegen wollte ich ja kein extra Video machen. Und zwar, das ist der Vegeta in den Son Goku-Outfit. Ich sag dazu jetzt mal nichts, aber er gehört dazu. Wie gesagt, ich habe euch versprochen, ich zeige euch alle Mods und da gehört auch sowas leider dazu. Oh Gott. Vegeta mit der 10-fachen Kamehameha. Ach du Scheiße. Der Blick in der Ein. Ist Tony. Das sieht so scheiße aus.
So, und die letzte Attacke für heute auf jeden Fall. Dragon Fist. Und zack. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.